In den Anfangsminuten war die Partie noch ausgeglichen, dann wurde Bayern mit zunehmender Spieldauer aber immer besser. Vor allem über den blitzschnellen Leon Bailey rollten einige Angriffswellen. Leverkusen agierte mit vielen scharfen Hereingaben von außen. Dieses Mittel bewährte sich wenige Minuten vor dem Pausenpfiff. Bailey beschäftigt rechts Christoph Kramer sowie Nico Elvedi und flankte, wenige Meter vor der Grundlinie, hoch nach innen, wo Kevin Volland per Kopf auf Lucas Alario ablegte. Der Argentinier traf aus der linken Fünferhälfte per Direktabnahme zum 1:0, 39. Gladbach mangelte es vor allem an Durchschlagskraft in der Offensive. Auch nach dem Seitenwechsel enttäuschte Borussia vor allem im vorderen Drittel. Leverkusen hatte alles unter Kontrolle und ließ kaum etwas zu. Da Fohlen es nicht schafften, Bernd Leno ernsthaft zu prüfen, stellte Coach Dieter Hecking in der 71. Minute mit der Einwechslung von Mikael Kruijs ins von 4-4-2 auf 3-5-2 um. Die Gäste wurden vorne nun etwas zielstrebiger, vergaben einzige Großchance in der 82. Minute aber, Jonas Hofmann schippte rechts im 16er butterweich nach innen, wo Josse Dürmitsch aus 6 Metern unbedrängt neben den Kasten köpfte. Der Leverkusener Fokus lag in der Schlussphase auf der Ergebnisverwaltung. Bayer 04 kam einige Male nach tollem Konterspiel zum Abschluss und erhöhte kurz vor Schluss auf 2:0. Hofmann rutschte der Ball auf der Außenbahn durch, so dass Alario links viel Raum hatte und mühelos ins Zentrum auf Julian Brandt spielte. Dieser schob aus geringer Distanz an Keeper Jan Sommer vorbei. Zum 2:0 entstand ein 90.3. Der Heimsieg ist hochverdient und in der Höhe leistungsgerecht. Leverkusen setzt sich oben fest und kletterte auf Champions-League-Ränge. Gladbach muss hingegen aufpassen, internationalen Ränge nicht aus den Augen zu verlieren. In den vergangenen 7 Auswärtsspielen steckten Borussen 6 Niederlagen ein. Die Werkself hingegen hat mit dem 12. Saisonsieg bereits am 26. Spieltag einen Dreier mehr als in der kompletten Vorsaison eingefahren. Die Stimmen zum Spiel: Dieter Hecking, Trainer Borussia Mönchengladbach: Wir müssen zugeben, dass der Sieg für Leverkusen vollauf in Ordnung geht. Bayer war bessere Mannschaft, hatte eine höhere Ballsicherheit und in den entscheidenden Zweikämpfen das nötige Durchsetzungsvermögen. Lars Stindl, Kapitän Borussia Mönchengladbach: Die Niederlage ist bitter, wenngleich Leverkusen eine sehr starke Leistung gezeigt hat. Wir haben alles reingeworfen und hatten auch 2, 3 gute Gelegenheiten zum Ausgleich, aber es sollte einfach nicht sein. Jan Sommer, Borussia Mönchengladbach: Wir sind momentan in einer schwierigen Phase. Es ist wichtig, dass wir nicht anfangen zu zweifeln und trotz der schweren Situation positiv bleiben und weiterkämpfen. Wendell, Bayer 04 Leverkusen: Nächste Woche haben wir noch ein Derby und wir werden natürlich gewinnen. Der Tweet zum Spiel: Vor heimischer Kulisse war es allerdings sein erster Treffer seit Januar des Jahres. Auch am 4. Leverkusener Tor in SE im Monat, dem 2:0, war er direkt beteiligt. Das fiel oft verspielt. Lars Stindl seine WM-Chancen: Gladbachs Kapitän hat seit 14 Ligaspielen nicht mehr getroffen. Der Konkurrenzkampf in der deutschen Nationalmannschaft ist bekanntlich immens. Erfolgreichster deutscher Torschütze in der Bundesliga ist derzeit Freiburgs Nils Petersen, 12 Treffer. Stindl, der kein klassischer Strafraumstürmer ist, knipste bisher 4-mal. Die Statistik: 200 seit 2009 schürt Lars Bender seine Fußballschuhe für Bayer 04 Leverkusen. Im Westduell gegen Gladbach stand er zum 200. Mal im deutschen Fußball-Oberhaus auf dem Rasen. Alle seine Erstligaspiele machte er für Werkself. Video: Bubble. Tuchel ist eine Zahllösung für